Sie sind hier, 19. Dezember 2018, 21.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Matthias Muschel war mit 10 Treffern Topscorer der Magdeburger. Urheberrecht Getty Images. Der SC Magdeburg löst sein Ticket für das Final vor. Gegen Frisch auf Göppingen setzten sie sich souverän durch und komplettieren damit als letztes Team das Feld. Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat das letzte Ticket für das Final vor. 6.7. April 2019 um den DHB-Pokal in Hamburg gelöst. Das Team von Trainer Bennett Wiegert ließ Ligakonkurrent Frisch auf Göppingen beim 40:27, 21.12 Uhr keine Chance und qualifizierte sich nach Rekordsieger THW Kiel, TSV Hannover Burgdorf und den Füchsen Berlin für das Finalturnier in der Hansestadt. Die Gastgeber waren vor 6.372 Zuschauern von Beginn an deutlich überlegen und führten nach einer Viertelstunde bereits mit 5 Toren 11:6. Bis zur Pause erarbeitete sich Magdeburg eine 9-Tore-Führung. Im zweiten Durchgang baute der SCM den Vorsprung weiter aus. Allen voran Nationalspieler Matthias Muschel erwischte einen Sahnetag und überzeugte für Magdeburg mit 10 Treffern. 6 Tore von Marco Rentschler reichten den Göppingern am Mittwoch nicht. Von Sportinformationsdienst.